Hallo, hier ist wieder Jörn von Enrise im Sandwich und heute mit meinem Review zum Huawei P20 Lite. Ich hatte jetzt das Huawei P20 Lite ein paar Tage zum Testen bei mir. Das Gerät wurde mir freundlicherweise direkt vom Hersteller zur Verfügung gestellt. Dafür nochmal vielen Dank und wollte ich euch natürlich auch nochmal eine zusammenfassende Meinung zu diesem neuen Gerät geben. Die neue Huawei P20-Linie stellt die Flaggschiff-Linie des chinesischen Herstellers dar. Das Topmodell ist das Huawei P20 Pro, dann gibt es noch das normale P20 und die Mittelklasse-Variante für den etwas schmaleren Geldbeutel ist halt dies Huawei P20 Lite. Dennoch, vom Design her unterscheiden sich alle drei Modelle kaum. Auf der Rückseite erkennt man natürlich jetzt hier beim P20 Lite, dass hier nur zwei Kameras verbaut sind. Die Triple-Kamera gibt es nur beim Topmodell P20 Pro. Und auch bei der Vorderseite sieht man, dass Huawei da eine geschlossene Linie fährt. Auch das Mittelklasse-Modell hat eine Notch verbaut, leider muss man sagen. Im Hands-on-Video und beim Unboxing habe ich euch ja schon ein bisschen das Smartphone gezeigt, deswegen gehe ich jetzt nicht weiter auf die Details des Designs ein, sondern wollte euch einfach nur noch mal sagen, was mir besonders gefallen hat an dem Gerät und was ich nicht so gut finde. Fangen wir mal gleich an mit den Dingen, die ich nicht so gut finde. Die sind nicht ganz so viele. An erster Stelle natürlich, das habt ihr bestimmt schon bei den anderen Videos gemerkt, ist das die Notch. Für mich eine der sinnlosesten Erfindungen der letzten Zeit im Smartphone-Bereich. Sieht einfach nicht schön aus, gerade wenn das so eine etwas schmalere Notch ist, hat man doch das Gefühl, dass da irgendwas Störendes an der Oberseite des Displays zu sehen ist. Wenn sie jetzt breiter gewesen wäre, so wie beim iPhone oder so, dann fällt es nicht ganz so doll auf oder sogar noch so schmal wie beim Essential Phone, wo wirklich nur ein kleiner kreisrunder Halbausschnitt ist für die Kamera. Das ist vielleicht noch besser als diese doch schmalen Lösungen, die Huawei jetzt bietet oder auch andere Hersteller. Wie gesagt, mir gefällt das gar nicht. Auch wenn man sich die Ränder des Smartphones ansieht, auf den Pressebildern sieht das doch alles ein bisschen schmaler aus als in der Wirklichkeit nachher. Da sind die Ränder an den Seiten doch ein bisschen breiter als gedacht. Hätte man ruhig ein bisschen schmaler lösen können, ist aber jetzt nur designtechnisch jetzt, was mir so auffällt, was nicht so gut gelungen ist. An der Unterseite ist ein Kinn zu finden, lässt sich wohl leider immer noch nicht ganz vermeiden, gerade im Mittelklasse-Sektor. Irgendwo müssen ja bestimmte Komponenten und auch Module im Smartphone verbaut sein. Was mir ebenfalls nicht ganz so gut gefällt, ist der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Bin ich kein Freund von, das haben sicherlich die Stammzuschauer schon längst bemerkt. Für mich gehört ein Fingerabdrucksensor auf die Vorderseite. Jetzt praktischerweise bei den neuen Geräten aus China, bei Vivo, auch natürlich gerne im Display verbaut. Oder man nutzt, so wie bei vielen Smartphones jetzt aus China, die Gesichtsentsperrung. Die ist zwar nicht so sicher wie beim Apple iPhone X, aber dennoch gut zu gebrauchen, ist auch wirklich schnell. Dennoch ist der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite natürlich wieder optimal platziert bei Huawei und auch wieder einer der schnellsten am Markt. Also wer den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite nutzt, das wird rasend schnell entsperrt. Also wie gesagt, ich persönlich mag es nicht. Andere finden es wieder toll und soll ja auch nur meine persönliche Meinung sein. Ansonsten, die Größe ist für mich optimal gelungen. Das Smartphone liegt wirklich gut in der Hand mit der Größe. Kann man jetzt hier nochmal sehen. Man kommt wirklich an die andere Seite der Finger ran. Das ist gerade bei größeren Geräten jenseits der 6 Zoll Mark, was ja jetzt in ist, nicht immer der Fall. Ansonsten ist das Gerät wieder klasse verarbeitet. Da knarzt nichts, da wackelt nichts. Selbst im Mittelklassebereich setzt Huawei auf hervorragende Optik und Haptik und Qualität. Also da wird man lange Freude dran haben. Vorder- und Rückseite aus Glas. Der Rand oder der Rahmen ist aus Metall, also das ist schön stabil und auch, ich habe euch das schon im Hands-on gezeigt, so leicht verbiegt man das Teil auch nicht. Kommen wir jetzt mal zu den Sachen, die mich positiv überrascht haben. Dazu gehört eindeutig die Kamera. Für ein Mittelklasse-Smartphone ist Huawei doch eine richtig, richtig gute Kamera gelungen. Selbst die Aufnahmen in nicht ganz so guten Lichtverhältnissen gelingen sehr, sehr gut. Also da kriegt man wirklich mit etwas Geschick, einem Stativ und den diversen Einstellungen, die die Kamera-App bietet, doch hervorragende Bilder hin.
Ich zeige euch jetzt mal gleich ein paar Bilder, die laufen jetzt gleich durch, wo ihr mal sehen könnt, was man selbst mit Mittelklasse-Smartphones heutzutage schon an Bildern schießen kann. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da das P20 Lite so gute Bilder liefert. Natürlich sind das jetzt nicht die Klasseaufnahmen, die man jetzt von den Flaggschiffen gewohnt ist. P20 Pro, wie gesagt, mit der besten Kamera, die es derzeit gibt, oder einem HTC U12 Plus oder so. Die kriegt man natürlich nicht ganz hin, die Qualität. Aber dennoch, wenn man überlegt, was man vor einem Jahr oder vor 2 Jahren allein für Bilder bekommen hat aus Flaggschiffen, da hat die Mittelklasse mittlerweile aufgeholt und überholt, finde ich. Also die Kameratechnik schreitet weiter voran und zwar mit großen Schritten. Was mir positiv noch gefällt, ist natürlich die Oberfläche. Ich bin ein Fan von der Emotion UI von Huawei. Persönlich nutze ich ja in Honor und da ist dieselbe Oberfläche installiert. Muss man mögen oder auch nicht. Ich finde sie, sie passt gut zu den Smartphones. Ist immer, hat so ein bisschen den Touch noch von iOS so ein bisschen mit im Hintergrund. Also vom Design her hat man manchmal das Gefühl, es könnte auch eine Apple-Oberfläche sein. Und der Launcher ist auch, oder die Oberfläche ist auch wirklich sehr, sehr schnell. Da leckt nichts, da ruckelt nichts, da läuft alles flüssig, da findet man alles an den gewohnten Orten, so wie man es halt kennt. Die Benutzeroberfläche wurde jetzt über Jahre hinweg immer wieder verbessert, also das ist schon bemerkenswert, was Huawei da so mittlerweile an Benutzeroberflächen hat. Wem es nicht gefällt, der kann natürlich auch einen alternativen Launcher installieren, Rootless Pixel Launcher, was es da so gibt. Aktuell gibt es zum Beispiel den Launcher in Version 2, ist zwar noch eine Alpha, läuft aber auch schon ohne Probleme, auch auf den Huawei oder Honor Geräten, also auch auf dieser Benutzeroberfläche. Hier läuft Android 8 drauf mit Emotion UI 8. Ich denke mal, mit etwas Glück kann man hier sogar noch Android P auf dem Gerät bekommen als Update. Huawei versorgt ja mittlerweile seine Smartphones in regelmäßigen Abständen auch mit Updates. Sicherheitsupdates gibt es jetzt fast monatlich. Ein weiterer Pluspunkt, der für die Geräte spricht. Mal sehen, wie lange das Huawei durchhält. Sie haben versprochen, dass das in den nächsten Jahren deutlich, deutlich besser werden soll, als es jetzt schon ist. Also da kann man sicher sein, dass man noch mindestens 1-2 Jahre auch seine Freude an dem Gerät haben will. Alles in allem ist das Huawei P20 Lite ein gelungenes Smartphone geworden. Natürlich jetzt, wer auf High-End-Ware steht, High-End-Kost ist es natürlich nicht. Es ist ein gediegenes Mittelklasse-Smartphone für einen etwas schmaleren Geldbeutel, ohne dabei günstig zu sein. Also die Preise könnten noch ein bisschen besser sein oder günstiger sein, fallen aber in der Regel ziemlich häufig bei Huawei. Und es gibt die Geräte auch immer wieder gerne in Angeboten bei Amazon oder anderen Herstellern. Also wer da mal einen günstigen Preis für das P20 Lite sieht, kann bedenkenlos zugreifen. Da macht man garantiert nichts falsch. Ansonsten, wie gesagt, ein solides Mittelklasse-Smartphone ohne große Schwächen, ohne große Highlights, das wirklich wieder ja, überzeugen konnte, sag ich mal. Und auch bei dem man eine Kaufempfehlung aussprechen kann, ohne dass man da jetzt sich in die Nesseln setzt. Also für den alltäglichen Gebrauch, fürs Telefonieren, fürs Surfen im Internet, für E-Mails schreiben, E-Mails empfangen, fürs Fotografieren reicht das Teil locker aus. Wer mehr will, muss halt mehr Geld ausgeben. Aber für den alltäglichen Gebrauch sei gesagt, das Huawei P20 Lite ist eine gute Wahl. Das soll schon wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.